Frage. Was tun, wenn abends der Generator streikt? Ein Handwerker kommt den langen Fußweg zur Hütte nicht mehr hinauf. So wird der Küchenchef zum Chefmechaniker. Ich bin eigentlich von Haus aus gar kein guter Handwerker gewesen früher. Ich habe mir hier oben eigentlich alles erst aneignen müssen. Und inzwischen kenne ich die Geräte eigentlich schon fast ein- und auswendig. Also wenn da was zum Wechseln ist oder egal, Kopfdichtung und so weiter, das haben wir alles schon zerlegt gehabt. Und irgendwann kannst du es halt dann. Gell? Nur steile und manchmal gefährliche Fußwege. Das Grenzgebiet zwischen Deutschland und Österreich, südlich von Oberstdorf. Wer zur Enzianhütte auf den Linkerskopf will, muss ich auf einen mehrstündigen Fußmarsch gefasst machen, bis er die 1804 Höhenmeter erreicht hat. Im Winter ist die Hütte geschlossen, dafür brummt es im Sommer, denn sie liegt am Zugang zum Heilbronner Weg, einem der beliebtesten Bergwanderwege Deutschlands. Ungewöhnlich für eine Berghütte, sie gehört keinem Verein, sondern der Familie von Daniel Schwegler. Vor dem Haus tummeln sich Saiblinge in einem kleinen Teich. Im Frühjahr werden sie hineingesetzt und bis zum Herbst gegessen. Wer einen will, muss ihn selber fangen. Das geht ja gar nicht. Ah ja. Kannst du mir gerade eine Silberplatte bitte für den Fisch geben? Mit Daniel Schwegler geht die Hütte in die dritte Generation. High Class in High Mountain, so könnte man sein Motto bezeichnen. Nicht die gewohnt einfache Hüttenkost, sondern etwas Ausgefallenes. Es gibt einen gebratenen und überbackenen Saibling. Das ist so ein bisschen unsere eigene Kreation. Wenn wir hier oben auf dem Berg sind, verbindet man natürlich immer alles auch ein bisschen mit Käse und so weiter. Und dann haben wir gesagt, komm, wir machen ihn deftig. Wir überbacken den Saibling mit Bergkäse. Viele können sich es nicht vorstellen, aber es schmeckt sehr lecker. Dieses Gewürz bleibt ein Familiengeheimnis. Alte Rezeptur von meinem Vater noch. Und wahrscheinlich auch von seinem Vater, weil mein Vater hat vom Kochen nicht so wirklich viel Ahnung gehabt. So. Fünf Monate leben Daniel und seine Crew hier auf engstem Raum zusammen. Getrennt von Freunden und Familie. Und trotz gelegentlicher Hüttenkoller, im Frühjahr können alle den Saisonbeginn kaum erwarten. Das ist so, hat man dann den langen Winter hinter sich und dann hat man wieder so richtig Lust, hier oben wieder anzufangen. Da freut man sich dann schon im Vorfeld auf die ganzen Gäste. Und die bekannten Gäste vor allem, wir haben ja sehr viele Stammgäste hier. Und das ist dann schon fast familiär, kann man sagen. Also einen Sommer ohne hier oben würde ich gar nicht aushalten. Sehr lecker.
2009 hat die Zeitschrift Feinschmecker die Enzianhütte zu den 400 besten Adressen Bayerns gekürt. Nicht nur wegen der Qualität der Gerichte, sondern auch um die logistische Meisterleistung zu würdigen, die nötig ist, um die doch einigermaßen verrückte Idee einer solchen Edelküche hier oben zu verwirklichen. Zu Zeiten von Daniels Großvater Max sah das noch anders aus. Da war karge Kost angesagt. Aber wir kamen damals schon hier hoch. Eine Handvoll Wanderer, Jungen, die den Sommer über die Kühe hüteten, und Wilderer. So wie Max Schwegler, ein notorischer Draufgänger und legendärer Abenteurer. ...1935 pachtete er ganz in der Nähe eine heute verfallene Alpe. Ja, wilder Hund, sagt man bei uns im Allgäu, gell? Den haben sie eigentlich schon auch ein bisschen gefürchtet. Weil wenn der mal wirklich narrt war und zugehauert, dann hat es echt gesessen, gell? Aber es haben die wenigsten haben mit ihm einen Streit angefangen, weil es hat keinen Sinn gehabt. Bevor er das Ganze hier mit der Hütte abgezogen hat, war er lange Zeit unterwegs. Der war in Südamerika als Schiffsmetzger unterwegs, hat dann auch auf einer Kaffeeplantage gearbeitet. Und wo es dann ans Heiraten von der Chefin von der Kaffeeplantage ging, hat er dann die Flucht ergriffen. Ja, das waren strenge Sitten da. Wenn man da eine Freundin gehabt hat, dann musste man die heiraten, wenn man sie mal praktisch geliebt hat. Ja. 1937 baute Max Schwegler auf dem Linkerskopf die erste Enzianhütte in der Nähe des Heilbronner Wegs. Das Leben hier oben, das war ja ein hartes Leben, ja, die Alpwirtschaft hier in der Region und dieser Höhe zu betreiben. Das hat die Leute natürlich auch unheimlich geprägt. Jetzt nicht nur mein Opa speziell, sondern alle, die sowas gemacht haben. Gell. Die sind natürlich durch das nicht auch harte Hunde geworden. Gell. Gnadenlos mit sich selber und mit der ganzen Umwelt. Gell. Keine Kühe, sondern Schafe weiden heute auf den Wiesen vor der Enzianhütte. Servus Daniel! Schön, euch zu sehen! Anfang Juni treiben die Schäfer ihre Tiere auf den Berg. Oben angekommen ist für sie die Hauptarbeit getan. Ja, genießt es euch. Ja. Genießt es euch. Ja. Denn diese Rasse, die zu den ältesten überhaupt gehört, ist extrem robust und kann auch bei kalten Nächten im Freien schlafen. Daniel muss nur hin und wieder nach dem Rechten schauen. Das ist eine ganz selten gewordene Rasse, die nennt sich Steinschaf. Die sind etwas kleiner wie die normalen Schafe und ich finde auch intelligenter. Ja, also es ist auffällig. Es gibt so Rassen, die da denkst, das gibt's nicht, die sind so doof, also als ob sie gar nichts drüber haben. Aber bei denen hast du immer so das Gefühl, die überlegen noch, bevor sie was machen. Intelligent, trittsicher und robust. Aber für die industrielle Tierhaltung ungeeignet. Denn Steinschafe wachsen sehr langsam und geben weniger Fleisch ab als andere Rassen. Ich sage immer, das sind meine Vollpensionsgäste. Die sind den ganzen Sommer da und fressen eigentlich 5 Mahlzeiten. Und wir passen halt auf sie auf. Das gehört zur Alpwirtschaft einfach dazu. Also ich meine, das ist ein sehr großes Grundstück. Und das muss natürlich auch bewirtschaftet werden. Gell? Man muss schon schauen, dass hier nichts verwuchert und so weiter und dass das hier abgegrast wird. Wenn dir so ein Berg gehört, gehört da auch ein Stück weit Verantwortung der Natur gegenüber dazu. Das ist nicht nur, dass es halt hasch und dass es schön ist, sondern es muss auch bewirtschaftet werden, es muss Leben drauf herrschen, gell? Weil sonst hat es auch keinen Sinn. Offiziell steht das Steinlamm nicht auf der Speisekarte der Enzianhütte. Doch hin und wieder gibt es mal eine Ausnahme. Am liebsten koche ich, wenn ich fast nichts im Kühlschrank habe. Weil dann mache ich den Kühlschrank auf und dann fällt mir immer was ein.
Alten Salatkopf, kein Problem, zusammenschneiden, schöne Gemüsebrühe drauf, das Ganze pürieren, ein paar Schuss Sahne rein und schon haben wir ein wunderbares Süppchen. Weggeschmissen, wird nichts. Aber das kommt auch von dem her, dass man natürlich hier oben auf der Hütte mit der Ware ganz anders umgeht, wie im Tal unten. Ja. Steinscharf mit Ratatouille-Gemüse und Polenta-Talern. Mit den Steinschafen verbindet sich auch eine leidvolle, düstere Geschichte. Ein schwerer Unfall, der 7 Jahre zurückliegt und der Daniel fast das Leben kostete. Damals misslang einem unerfahrenen Schäfer der Auftrieb und einige Schafe verirrten sich. Daniel half ihm bei der Suche und geriet dabei in eine Nebelbank. Plötzlich stand er mit den Schafen vor einem Abgrund. 2 Schafe habe ich dann schon abstürzen sehen, weil die Schafe sich sehr aufeinander gedrängt haben. Ja, die konnten ja nicht weiter. Dann habe ich gesagt, okay, das hat jetzt alles keinen Sinn, du musst die Schafe wieder hochtreiben. Bin dann hoch und bin ausgerutscht. Und habe mir aber eigentlich gar nichts dabei gedacht. Bin auf die Seite gesprungen, habe einen Busch geschnappt. Und der war genau unser Kuhli drin, wo alles schmierig war. Ja. Der Busch ist auch abgetreten gewesen von den Schafen und das hat Millisekunden gedauert, bin ich rückwärts im freien Fall schon weg gewesen. Dann war der erste Schlag, war dann, dass ich mir den Arm zerschmettert habe. Das habe ich so mitgekriegt. Beim nächsten ist mein Knie auf den Felsen aufgeschlagen. Und dann habe ich eigentlich nur noch gemerkt, okay, du fliegst jetzt im freien Fall auf den Boden zu. Und da war mein letzter Gedanke, hoffentlich schlägst du jetzt so ein, dass du nichts mehr merkst. Hoffentlich bist du gleich tot. Der Weg zur Hütte. Harmlos im Sommer. Für die meisten Wanderer auf dem Heilbronner Weg ist es ein unvergessliches Erlebnis. Aber wehe, wenn das Wetter umschlägt. Wie bekommt man all die Zutaten auf den Berg, die man für die Gerichte braucht? Per Helikopter. Alle 2 Wochen ist Hubschraubertransporttag. Dann fliegt der Pilot 15 Mal und öfter aus dem Tal zur Hütte und bringt Lebensmittel, Gasflaschen und Arbeitsgeräte. Sogar einen kleinen Bagger ließ sich Daniel auf diese Weise einmal bringen. Gelegentlich ist auch Daniels Frau Ines mit an Bord und die beiden Söhne Philipp und Tobias. Eine kurze Zeit des Wiedersehens. Die Familie ist den Sommer über getrennt. Besuche sind nur sporadisch möglich. Ja, wunderbar. Ja, alles klar. Ja, alles klar. Hier ist die Adi. Fang gleich neu, das ist eine Neistelle, gell? Mit frischen Vorräten geht's an neue Kreationen. Mal was mit Wild. Fleischbraten, das kann fast jeder. Aber die Soße, die macht das Essen gut. Viel Liebe und Zeit. Tja, ich will ja auch abends mich mit gutem Gewissen zu meinen Gästen dazusetzen. Und nicht, dass die mich von der Seite schräg anschauen und ich mich eigentlich flüchten muss und mich schnell ins Zimmer hoch vergraben. Hirschmedaillons im Speckmantel und grüne Spätzle. Keine Zeit fürs Familienleben. Die neu eingetroffenen Arbeitskräfte werden sofort eingesetzt. Daniels ältester Sohn Philipp ist 15. Die Sommerferien verbringt er bereits ganz hier oben.
die vierte Generation Hüttenwirt? Ich finde das Oberl super und ich bin eigentlich so gern hier oben. Wir wohnen da, wo andere Leute Urlaub machen. Und das ist einfach genial. Die ganze Location und alles. Ja, also ich möchte auf alle Fälle den Betrieb von meinem Vater übernehmen. Ja, also das könnte ich mir auf alle Fälle super vorstellen. Ich habe gesagt, die Frau, die mit mir hier oben den Sommer verbringt und das aushält, die heirate ich. Gell? Haben wir dann ganz schnell wahrgemacht, ja. Der eigene Partner ist natürlich auch ein bisschen der Blitzableiter, das muss man einfach so sagen. Bevor es am Personal rauslöscht, dann musst du mal eher deinen Ehepartner an und andersrum genauso. Und das kann dann auch mal wehtun, aber das schluckt man dann schon und das ist ja nicht, man vergisst das ja auch gleich wieder. Man weiß ja auch, wie die Situation ist und dass er angespannt sein kann. Und dann mir fällt das immer sehr schwer, dann hier wieder alles so zurückzulassen und meinen Job da im Tal zu stemmen. Und dann ist man ist viel in Gedanken hier oben. Und dann denke ich immer, Mai, rufe ich jetzt an? Und dann weiß ich genau, es ist unpassend, weil jetzt stehen sie in der Küche und jetzt gibt es Mittagsgeschäft oder jetzt läuft es Abendgeschäft. Dadurch ist es manchmal etwas schwer, so die Trennung. Aber hat den Kopf einfach auch nicht frei, nein, zu telefonieren. Nein, sie sagt oft zu mir, du könntest auch mal anrufen. Gut, das stimmt schon, aber ich habe den Kopf da nicht frei. Meistens steht jemand um dich rum, klar könntest du auch mal zurückziehen, so, aber dann bist du so beschäftigt, du hast da, das ist einfach so in dir drin, du blendest dieses Privatleben über die Sommermonate einfach aus. Ist so. Ja? Das geht nicht anders. Wenn du dich da noch gefühlsmäßig drauf einlassen würdest, da hättest du keinen Bock mehr, allein zu sein. Da würdest du ständig nur noch runter wollen zu deiner Frau und zu deiner Kinder. Gell? Vielleicht beides, denn immer wieder sterben hier Menschen oder verschwinden. Vom Berg verschluckt, wie man hier lakonisch sagt. Daniel Schwegler hätte seinen schweren Unfall vor 7 Jahren fast nicht überlebt. Bin dann unten gelegen und wusste eigentlich im Moment auch gar nicht, bin ich jetzt am Leben oder bin ich tot. Und hab dann oben so aus der Spalte rausgeschaut und hab mir gedacht, okay, du lebst noch. Du versuchst jetzt hier rauszukommen. Weil die Chance, dass dich von oben in so einer Spalte jemand sieht, die ist 1 zu 1 Million, das geht eigentlich gar nicht. Da kam dann der Anruf, wir waren gerade am Hausaufgaben machen auf meinem Küchentisch und ich habe dann auch in der Stimme von meinem Schwiegervater eigentlich diese Angst und diese Dramatik so ein bisschen rausgehört von wegen Ines, ich weiß wirklich nicht, wo er ist und wir können ihn nicht finden und hat er sich nicht mal bei dir gemeldet, sodass ich doch sehr unruhig wurde. Dann habe ich gedacht, okay, du musst jetzt versuchen, dein Bein zu richten. Ja. Du musst das Bein runterbiegen, damit du in eine Position kommst, wo du unter dem Schneefeld durchkriechen kannst. Weil es war ja so, da ist ein Bachbett runtergelaufen, im letzten Drittel dieses Schneefeld. Und das Bachbett hat sich unter dem Schneefeld praktisch durchgegraben. Ja. Da bin ich jetzt, es waren 150 Meter, wo ich da durchgekrochen bin. Und diese 150 Meter, da habe ich, glaube ich, noch 2,5 Stunden gebraucht oder so. Weil ich bin natürlich überall, man muss sich das vorstellen, riesige Felsen liegen da drin, abgerissene Bäume, Wurzeln. Also so stelle ich mir auch die Hölle vor, wirklich. Und jedes Mal, wenn das Hosenbein irgendwo hängen geblieben ist, hast du natürlich Schmerzen gehabt ohne Ende. Und habe meinen Schwager, der bei der Bergwacht arbeitet, angerufen und habe ihm die Situation geschildert, dass er also schon seit 10 Uhr einfach nicht mehr gesehen wurde. Und er hat dasselbe unruhige Gefühl gehabt wie ich und hat auch gesagt, Ines, hier stimmt was nicht, wir fahren raus. Hab dann versucht zu schreien einmal, aber da habe ich schon gleich gemerkt, das kostet dich unheimlich viel Kraft. Es geht nicht, du kannst nicht schreien.
und haben uns dann einfach vom Schäfer beschreiben lassen, wo er das letzte Mal eventuell gesehen wurde. Und ich habe mir dann gedacht, Herrgott im Himmel oben, wenn es dich wirklich gibt, ja, und du weißt, ich muss halt sterben, dann bitte jetzt. Und gut, es ist nicht passiert. Ich habe dann ungefähr noch mal eine Stunde gewartet. Das war dann ein Dämmerzustand. So, ich möchte einfach sagen, es war wirklich zwischen Leben und Tod. Ja. Und dann ist auf einmal mein Stiefbruder aufgetaucht und ist vor mir auf dem Schneefall gestanden. Für mich war es als Ehefrau, Mutter und alles völlig egal, wie ich diesen Mann wiederkriege. Für mich war es einfach nur wichtig, dass er lebt. 36 Operationen, 2 Jahre Krankenhaus und Reha. Die Verletzungen merkt man Daniel Schwegler heute nicht mehr an. Die Absturzstelle hat er nie wieder besucht. Probleme existieren für mich eigentlich überhaupt nicht mehr. Es gibt für mich keine Situation, die wahrscheinlich in meinem Leben noch mal schlimmer wird, wie die, wo ihr da erlebt habt. Das ist einfach so. Mitte Oktober, der erste Schnee. Zeit, die Hütte winterfest zu machen. Doch davor wird noch mal gefeiert. Was haben wir? Jawohl, es geht los. Mit einmal Schnitzel Wiener Art und einem Käseschnitzel. Das Abschlussfest ist jedes Jahr ein riesiges Ereignis. Mit Liveband und sehr vielen Gästen, die dafür extra aus dem Tal hochsteigen. Der Schnee fällt unerbittlich. Da hilft nur eines: Räumen. Mein Vater, der war in seinen Jugendjahren hier drin bei 1,50 Meter Schnee abgestiegen und ist hier unter eine Lawine reingekommen und hat sich nur retten können, indem er ständig gerudert ist mit den Armen und sich freigehalten und den Kopf an der Oberfläche gehalten hat. Irgendwann ist klar, das Fest kann dieses Jahr nicht stattfinden. Oder zumindest nicht wie geplant. Nee, aber es ist besser, ihr bleibt unten. Seid auf der sicheren Seite. Ein paar Verwegene sind trotzdem gekommen. Und die verdienen es, gut gekocht zu werden. Das ist die Verlobte, ja? Die Verlobte. Und weil die Band ausfällt, muss der Küchenchef für Unterhaltung sorgen. Was ist das Geheimnis dieses Gasthofs in den Bergen? Vielleicht die Mischung von einfacher Hüttenromantik und raffinierter Küche. Und nicht zuletzt Daniel Schwegler selbst. Bevor die Hütte verschlossen wird, gibt uns Daniel das Rezept für den überbackenen Saibling. Das schönste Blümel auf der Welt, das ist das Edelweiß. Es blüht versteckt am steilen Hang, ganz zwischen Schnee und Eis. Das Madel zu dem Burm sprach, so Blümel hätte ich gern. Ach, gehen wir doch, ach, holen wir doch an so einen weißen Stern. Der Bur, der ging das Blümel holen, im selben Augenblock. Der Abend naht, der Morgen graut, der Bur kehrt nicht zurück. Es kann hier oben gar nicht so viel Betrieb sein, dass man mehr Stress hat wie im Zivilleben im Tal unten. Das wird jetzt dann erstmal wieder eine Umstellung.
wenn wir ins Tal runterkommen, einfach sich wieder, ich sage jetzt mal, an die Zivilisation zu gewöhnen. Hier oben regiere ich, unten regiert die Welt. Aber nur, bis der Schnee im Frühjahr wieder taut und alle zurückkehren auf den Linkerskopf.